zurückgewölbt auf normal Fachhändisch. Ansonsten sieht das etwas eigenartig für den Fuhr aus. Sie können jetzt nicht. Muss er sich hinfallen gewöhnen? Ja, du wirst nichts machen. Der Vorausfahrer merkt das gar nicht. Außer dass gegebenenfalls etwas mehr Licht so links und rechts von ihm ist. Oder sehr schnell laufen, der Bus geht. Aber hier im Simulator demonstrieren wir, dass ab 200 Meter in einem echten Fahrzeug ist es deutlich früher, die Erkennung also von den vorausfahrenden und entgegenkommenden Fahrzeugen. So, Sie können jetzt das System kurz ein- und ausschalten. Da sehen Sie den Unterschied. Das wäre ein normales Abwendlicht. Und hier mit dem Teilfernlicht sehen, dass links und rechts vorbeigeleuchtet wird. Und, aber wie gesagt, der Vorausfahrer ist nicht geblendet, der ist in einem abgedunkelten Bereich. Wie funktioniert das vielleicht? Motorradfahrer oder Moped? Die werden genauso gut erkannt und es wird dann auch in dem Bereich dann ausgespart. Also das System erkennt die zum einen die Rücklichter von den Fahrzeugen auch, und auch, dass sie sich bewegen. Also im Bild, Sie sehen ja hier diese Reflektoren, die würden ja auch Lichtpunkte sein für den System. Er sieht, dass sie dann vorbeirauschen. Also er kann die Eigenbewegung dann reinrechnen und erkennt diese Sachen dann als stationäre Objekte. Aber ein Lichtpunkt, der sich kontinuierlich so auf die gleiche Stelle im Bild ist, ungefähr, nur so geringfügig sich bewegt, dass auch wenn es nur eine von einem Motorrad beispielsweise, wird als fahrendes Objekt erkannt. Und so wissen wir, dass wir dann entsprechend reagieren müssen. Also auch wenn ein Fahrzeug, wo der Fahrer so ist, vergessen hat, nicht.